Ah, ja, guck mal. Das geht doch, ha? Ja, das gibt's nicht. Sein Zug ist gerissen. Da haben wir gesagt, komm, opfern wir einmal den Grill hier. Und was passiert, die kriegen wir nicht auf. Oh, fängt doch schon gut an hier. Inneren abgebaut alles. Aber nein, wir kommen da nicht dran. Hier drunter ist auch noch ein Schloss. Kann das sein? Hier, guck mal, hier. Ah, hier drunter ist das Schloss. Ach, guck mal, da war so eine Abdeckung. Also falls sowas passiert, dass man das machen kann, also ist das ein häufiges Problem, wenn die schon so eine Abdeckung davor hingetan hat. Ja, hier sind zwei Schrauben, hier bauen wir die mal aus. Und dann schauen wir mal, ob der aufgeht. Da bin ich mal gespannt. Meinst du? Eidosch ist sauer, weil ich Grill kaputt gemacht habe. Ja, bin ich. Ja, wie soll man denn sonst aufmachen, Eidosch? Ja, andere Wege finden. Ja, wie denn andere Wege? Manche schreiben von unten. Ey, das ist ein V10. Ist doch egal, das gibt's schon trotzdem. Nein, hier gibt's keinen Platz. Nur weil du einen großen Motor hast. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Da drunter ist sofort Wasserkühler. Ich wollte dir doch kontrollieren. Ja, klar. Natürlich, Klima, Urlaub. Voll wichtig. Sehr wichtig. Ah. Hört sich doch schon besser. Ah. 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 Das hätte ich ganz rüber machen müssen. Ja, guck, hättest du wahrscheinlich ohne Grill kaputt zu machen können. Eidosch, bitteschön. Das ist unser V10. Den wollte ich euch unbedingt zeigen. Übeltäter hier. Ja, aber der Seilzug ist gerissen. Hier, guck mal, siehst du? Ja. Da ist das Problem. Da ist er gerissen. V10 TDI, so sieht das aus, Eidosch. Und du sagst hier, von unten dran kommt. Komm mal bitte her, komm mal bitte her. Guck dir den mal von unten an. Wie sollen wir da unsere Hand reinstecken? Oh yeah. Ich sehe schon hier. Ölverlust haben wir hier. Ich hoffe mal, dass er nur daneben gekippt hat. Hier drunter ist sofort der Ölkühler. Haben die schön verbaut, aber der ist undicht. Ja, sieht man auch. Der Ölkühler ist undicht. Der ist jetzt auch kein Akt, den können wir machen. Um die Düsen zu sehen, müssen wir die Abdeckung hier abmachen. Das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht machen. 10W40 draufsteht. Dann denken Leute, dass ich hier 10W40 reinklatsche. Vielleicht hat man das abgefüllt. Okay. Ach, okay, super. Kein Öl oder so. Im Wasserbehälter. Aber schön, dass ich das jetzt erst schaue. Ne? Also es kann echt sein, dass die Düsen auch in Ordnung sind oder vielleicht minimal undicht sind. Ach so, Scheibenwischanlage. Oh, das muss ich jetzt voll machen. Ja! Aber nur rechts. Ah ja, okay, beide Seiten. Guck mal, die sind aber hängen geblieben jetzt. Ja, das ist aber normal. Fahrtwind wieder zurück. Ehrlich? Ja. Mm, interesting. Weißt du, warum das so ist? Warum? Damit nicht beide Scheinwerfer sofort trüb sind oder, so. Oder ja. Trüb sind oder nicht richtig sehen. Darum erstmal den einen und dann den anderen. Wenn du hier reinschaust, was fällt dir auf? Was fällt dir hier auf? Der hat Platz. Und der hat keinen Platz. Bei diesem Auto hat man keine Riemen. Alle Nebenaggregate, wie zum Beispiel Servopumpe, Klima, Lichtmaschine, werden alle mit Zahnrädern angetrieben. Und genau, wir haben auch keine Kette. Auch mit Zahnrädern. Ehrlich? Ja. So, wir haben hier ein 8-Kolben-System vom Brembo, also vom Porsche. Darum brauchen wir auch die 18-Zöller. Ne? Und hier die Bremsscheibe ist auch nicht mehr die beste. Die Klötze sind ja runter. Siehst du das? Eidosch, schon mal, wenn du von hier guckst. Warte. Oh ja, ich sehe es schon. Oh nein, ne? Müssen wir machen. Ich habe nur hinten geschaut. Hinten waren die neu, vorne habe ich nicht geschaut. Ja, vorne sind die auch teurer. Deswegen habe ich nicht geschaut. Also von außen sieht der eigentlich ganz passabel aus, ja, oder? Ja, finde ich auch. Mit der Heckklappe haben wir auch ein Problem, stimmt. Ne, hier, guck mal, Phaeton. Zeig mal, ich muss jetzt gucken, sieht ja voll versteckt aus. Zack. Bam.
Und dann einmal zack. Oh, Alter. Und dann natürlich der Motor. Nicht, dass er jetzt zuschlägt. So. Nee. Hier werden wir höchstwahrscheinlich das Problem haben. Guck mal, wie der auf Spannung ist hier. Guck mal, siehst du die ganzen Kabel hier drunter? Und da werden die auf jeden Fall irgendwo durch sein. Wenn du hier das schon siehst hier. Da. Guck mal, ich könnte mich da reinlegen. Ey, da kannst du echt ein paar. Ich will jetzt nichts falsches. Der funktioniert nicht. Also, ihr könntet im Urlaub euch ab und zu mal da reinlegen zum Schlafen. 2003 oder 2004er VC TDI. 240.000 ist er gelaufen, knapp. Also es gibt 6 Vorbesitzer oder 5. Geht doch. Wurde wie ein Wanderpokal hin und her gereicht. Echt noch gepflegt eigentlich auch von innen, oder? Siehst du was? Ich da an. So viel Licht haben wir nicht, ne? Hast du Massagesitz bei dir mal eingestellt? Ja, ich muss mal machen hier. Warte. Wo ist er? So. Ja, die funktionieren auch noch einwandfrei. Ich kann hoch und runter fahren. Das ja, klar. Falls du das mal richtig schön sauber machen willst. Ne? Das finde ich auch sehr schön. Mhm. Aschenbecher 2 Stück. Klima, ehrlich gesagt, habe ich nicht ausprobiert. Das können wir mal jetzt mal ausprobieren. Ey, die Massage ist gut. Wir haben jetzt aufgemacht, Klima. Und achte, was passiert. Ja, hab ich gesehen. Und mal gucken, ob es funktioniert. Jo, Klima funktioniert. Okay. Oh, die Massage hier funktioniert gut. Natürlich. Also ich glaube, ich komme auf dieses Mal nicht massieren lassen. Ist nur noch im Fetus. Jeden Morgen, ich komme so eines. Das machst du hier nix. Ich muss gleich zur Arbeit. Ich wollte eine Massage morgens erstmal. Und ach du, jetzt will ich Gas geben. Merkst du das? Wackeln, ja. Mama. So, das ist auch schön. Das habe ich auch erst später gesehen. Was ist das denn? Wurde zugeklebt. Warum, sieht man jetzt. Okay, die Halterung nicht mehr zum Festmachen. Ja, ist weg. Ab. So, dann mal schauen, ob der mal Check-up gekriegt wurde. Weil 244.000 bei so vielen Besitzern. Oh. Ah, guck mal. VW. Garantie. VW. Aber ich muss sagen, der wurde nur bei VW gepflegt. Letzter Eintrag war 2016 bei 180.000. Und danach nicht mehr, ne? Danach nicht mehr. Vorbesitzer das Auto nicht so gut gewartet hätten, ne? Und gepflegt hätten, dann wäre das jetzt in diesem Zustand eigentlich nicht mehr, glaube ich. Nee. Ne? Also nicht so, so gut. Ach so, Servo müssen wir schauen, wo der verliert. Ich hoffe mal nur nicht an Lenkgetriebe, ansonsten machen wir das auch schnell fertig. Motorgetriebe. Ist schon geil. Sind das schön. So, ich brauche jetzt einen Grill hierfür. 313 PS in 750 Newton. Und wenn ihr Bock habt, können wir den einmal mal messen. Mal schauen, was er sagt. Alter, der hat auch Sitzbelüftung, ne? Der ist bei dir die ganze Zeit an. Der ist schon ein bisschen unstabil. Also das müssen wir ein bisschen tiefer machen. Aber das ist ja kein Problem, das geht dir über die Koppelstange. Das machen wir auch noch. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was würdet ihr machen? Hier werde ich höchstwahrscheinlich Silber lackieren, diese ganzen schwarzen Stellen. Aber das kann ich in der Türkei machen lassen. So low budget. Auf jeden Fall. Ja. So, die Bäume und so können wir auch in der Türkei machen lassen. Aydos, ja. Brauchst du eine Massage? Ja. Ja? Ja. Okay. Bitte. Hier, kannst du den Schlüssel schon mal haben. Ich mach Feierabend. Ich mach noch eine Stunde hier. Hinsetzen. Ey, hinten hast du auch Massage sitzen. Ne? Ehrlich? Ja. Vielleicht funktionieren die ja sogar noch besser. Ich weiß es nicht. Probier alle aus. So, danke schön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ein Like freuen. Und ja, wer dieses Projekt beobachten kann, natürlich ein Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Busen, euer Kfz-Team. Bis dann, haut rein. Ciao.